singt mit. Hallo, ihr Lieben. Heute stelle ich euch das Haus Beda in Bitburg vor. Das ist die Eingangstür. Habt ihr auch schon mal durch die Gitter geschaut? Dr. Hans Simon ist zu verdanken, dass das Haus Beda 1976 eröffnet werden konnte. Der Name Beda kommt von Ficus Beda. So hieß Bitburg vor 2000 Jahren. Das Erste, was ihr seht, wenn ihr das Haus Beda betretet, ist dieses Atrium. Begrüßt werdet ihr von Orpheus und von vielen anderen Statuen, hier bewundern könnt, und begrüßt werdet ihr auch durch eine gigantische Akustik. Der Sänger und Musiker Orpheus ist einer der traurigsten Figuren der antiken Mythologie. Dies hat Gerhard Marx in seiner Figur für uns sichtbar gemacht. Neben Orpheus könnt ihr noch viele andere bildhauerische Werke aus verschiedenen Zeitspannen im Atrium bewundern. Lasst uns weitergehen. Wir gehen in den ersten Ausstellungsraum. Hier finden mehrmals jährlich Kunstausstellungen statt. Weiter geht's in den zweiten Stock. Jetzt nehme ich euch mit in den prunkvollen Konzertsaal. Knapp 300 Besucher finden auf diesen Stühlen Platz.
dieser Bühne des Konzertsaales finden verschiedene Veranstaltungen statt. Konzerte, Theateraufführungen, auch Schulkonzerte, Podiumsdiskussionen. Diese Bühne wird für verschiedene Veranstaltungen genutzt und auch dieser Saal. Manchmal ist im Haus Beda ganz schön was los. Nun nehme ich euch mit in den dritten Stock, ins Fritz von Wille Museum. Das war der Rundgang durch unser schönes Haus Beda. Ich hoffe, ihr kommt auch mal vorbei und schaut euch alles an. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.